Rising Sun Gen 6, der bis jetzt leichteste Steel-Dart der Rising Sun-Reihe mit 18,5 Gramm. Fast schon so leicht wie die durchschnittlichen Soft-Tip-Darts. Auf geht's zum Review. Hier seht ihr zum letzten Mal eine solche schöne Target Japan-Verpackung. Ab der nächsten Generation, im nächsten Video, seht ihr, dass die Verpackung einmal komplett geändert wurde. Hier haben wir einmal nochmal das typische Sichtfenster mit dem Klappmechanismus und dem großen Sichtfenster. Einfach diese schönen Rising Sun Verpackung hier. Also lasst uns mal in die Details gehen. Hier haben wir den Rising Sun 6. Generation in seiner vollen Pracht. Das letzte Mal in diesem schönen Target Layout, in diesem schönen Target Japan Layout. Wir haben hier einen Dart, der gerade mal 18,5 Gramm hat. Besteht aus 97,5% Tungsten. Deshalb kann dieser Dart überhaupt noch in dieser kurzen Konfiguration 18,5 Gramm haben, weil dieses Barrel hier, gucken, ob wir es auch scharf kriegen, weil dieses Barrel hier gerade einmal 39,7 mm Länge hat. Es ist also sehr kurz, wie ihr sehen könnt. Und es hat dazu auch noch eine kurze Spitze. Es ist wieder ein Target Stormpoint Nano. Aber nicht in 30 mm, sondern eine Stufe kleiner in 26 mm. Wir haben hier ein schönes Rainbow Coating auf den Darts drauf. Ich hole mal alle drei raus. Könnt ihr vielleicht sehen, wie sich je nach Lichteinfall ein wenig die Farbe verändert. Was sehr schön zu sehen ist. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie sich gleich spielen lassen. 18,5 Gramm als Steel Dart ist schon wirklich leicht, ist etwas ungewöhnlich. Die grundsätzliche Form hat Haruki hier beibehalten. Das heißt, hier vorne der perfekte Übergang vom Stormpoint. Hier ein kleiner Ditcher und hier hinten wieder der Punkt, wo man, wenn der Schaft drauf ist, dann etwas zum Gegendrücken hätte. Also schauen wir gleich mal, wie die Schätzchen hier fliegen. Hier seht ihr das einfach gewählte Setup. Wir haben den Rising Sun ausgestattet mit einem Cosmo Fit Flat Air Setup. Schön leichte, dünne Flights hinten drauf. Ein ungefähr Intermediate Schaft, weil Cosmo hat ja ganz viele verschiedene Längen. Und das werden wir jetzt gleich mal austesten. So, Rising Sun Gen 6. Ein paar Demo-Aufnahmen. Es ist schon mit 18 Gramm ein sehr leichter Dart. Es ist mit 18 Gramm und gerade mal 40 mm leicht und kurz. Und ich würde mal sagen, so eine 2 von 5, was den Grip angeht. Ist also auch nicht sehr viel Grip. Wenn da jemand drauf steht, auf so einen leichten Dart, würde ich ihn gern weiterempfehlen. Aber für alle, die so sind wie ich, die gerne so zwischen 22 bis 24 Gramm spielen, ich würde sagen, für uns ist der da zu leicht. Bei mir bleibt er natürlich in der Sammlung. Da kam er ja auch nur her. Und da geht er dann auch wieder hin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like da lasst. Nächste Woche machen wir hiermit weiter. Rising Sun, 7. Generation. Und mit denen spiele ich wirklich gern. Ist ein wunderschöner Dart. Ich freue mich jetzt schon drauf, euch den zu zeigen. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.